insgeheim ein bisschen froh, wenn einem die Mannschaft, so wie heute Morgen, die Gelegenheit gibt, auch mal ein bisschen lauter zu werden? Ja, um ehrlich zu sein, ja, weil ich finde, dass wir bis dahin sehr gute Trainingseinheiten absolviert haben und jetzt heute Morgen hatten wir jetzt eine Spielform, wo die eine Mannschaft sich in den Flow reingespielt hat, die andere weniger gut darauf reagiert hat und deswegen war dann auch die richtige Reaktion, dann auch die Konsequenz daraus, dass wir dann den einen oder anderen Lauf noch mehr machen mussten für die eine Mannschaft und dennoch aber heute Mittag als Gemeinsamkeit, als Mannschaft dann auch gut darauf reagiert haben jetzt in der Nachmittagstrainingseinheit. Ja, wir haben klar uns im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, was die Inhalte angeht. Erstmal auch Intensität, Physis. Ich finde, dass wir da einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben. Jetzt auch gerade im zweiten Testspiel, die 90 Minuten gegangen sind, dass wir was draufgepackt haben, was wir auch draufpacken mussten im Testspiel auch. Und das war zu sehen. Inhaltlich den ersten Block in den 10 Tagen, 12 Tagen, die wir jetzt hatten, offensiv spielen. Ich finde, das haben wir sehr gut abgearbeitet in den Trainingseinheiten, dann auch weite Strecken dann auch in den Testspielen. Und jetzt hinten raus dann nochmal unsere Abläufe im Defensivverbund. Von daher, das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir abgearbeitet mit viel Fleiß. Einziger Wermutstropfen war jetzt natürlich jetzt in diesen Tagen mit Chidi, der dann leider verletzungsbedingt zurückfliegen musste. Ja, es hat jetzt eher weniger damit was zu tun, dass es mir nicht gefallen hat, sondern dass es uns bewusst ist, dass wir immer weiter dranbleiben müssen an allen Elementen und in unserem Miteinander, dass wir uns weiter verbessern müssen, dass wir das, was wir uns erarbeitet haben, nicht als selbstverständlich ansehen und denken, okay, das ist ab Dienstag wieder auf dem Trainingsplatz dann in Berlin auch, sondern ab da dann auch wieder den Fokus zu haben, dann Richtung Wettkampfwoche, Richtung VfL Bochum. Also von daher mit dem Wissen wieder Schritte nach vorne gekommen sind, aber jetzt Wettkampfhärte in der Woche dann vor VfL Bochum, um dann gut vorbereitet zu sein für das erste Spiel dann. Länger Urlaub zu machen, jetzt wieder einzusteigen. Ist das aus deiner Sicht aufgegangen, dieser Plan? Ist die Mannschaft jetzt da, wo sie sein muss von Rückrundstart? Ich gehe davon aus, dass wenn die ersten Ergebnisse kommen, dass ihr dann danach mich bewertet, ob das dann aufgegangen ist. Aber ich finde, so wie die Jungs es angegangen sind, speziell ist ja immer so das Thema gewesen, nach dem Köln-Spiel, wie regelst du das dann in den Wochen danach? Und ich finde, wie die Jungs das dann abgerissen haben, sehr fleißig dann waren. Vom Ablauf her war es sehr gut, dass wir 3 Wochen in der Intensität dran geblieben sind. Dann einen Break hatten, wo jeder mal runterfahren konnte, auch von diesem anstrengenden Jahr, Halbjahr. Und dann jetzt auch wieder Fahrt aufgenommen haben, 3 Wochen. Von daher finde ich, was den Ablauf angeht, was Intensität angeht, fand ich das auch vom Kopf her, fand ich es rundum sehr gut eigentlich, ja. Ja, es geht jetzt gar nicht darum, einzeln jetzt da irgendeinen Spieler rauszuheben. Ich finde, überrascht sein jetzt nicht, sondern das ist der Anspruch auch, dass jeder Einzelne dann auch nochmal auf eine nächste Stufe kommt. Aber wie wir beeindruckt so, wie wir als Mannschaft wieder Widerstände überwunden haben, den einen oder anderen dann auch, wie die jungen Kerle sich schnell eingefügt haben, dann auch in so ein Mannschaftsgefüge. Deswegen würde ich sagen, als Mannschaft ist es schon sehr gut. Ich finde, Jesse Ngankam nach seiner langen Verletzungspause, wie er das angenommen hat, das Trainingspensum erstmal so wegzustecken und dann aber auch so loszulegen, das, was er hat als Profil, dass das schon zu sehen ist auf dem Platz. Und deswegen freut es mich erstmal, dass wir dann so einen Spieler, der länger ausgefallen ist, dass wir ihn relativ schnell dann auch wieder integrieren konnten in unserem Ablauf. Naja, bleibt ja nicht viel Zeit. Wir haben, also wenn wir landen Sonntag, sollte die Zeit auch ausreichen, dann bis Dienstag dann wieder auf dem Trainingsplatz. Und klar ist dann auch erstmal wieder das Training so zu nutzen, um reinzukommen, dann auch reinzufinden. Aber dann ist schon der Fokus auf VfL Bochum, die Inhalte so auszulegen, die Trainings,
Inhalte so auszulegen, dass du gut präpariert bist für das VfL Bochum-Spiel. Also von daher hat es jetzt wenig mit damit zu tun, sich erstmal an die Gegebenheiten zu gewöhnen, sondern sich wieder dann voll reinzustürzen in diese Wettkampfwoche. Eine Änderung der Trainingszeiten eher weniger, aber wir haben schon aus der medizinischen Abteilung haben wir schon ein Dokument bekommen, wie wir uns zu verhalten haben, bestmöglich, auch während des Fluges schon, was Schlafzeiten angeht. Also da sind wir schon sehr gut vorbereitet. Ich habe jetzt keine Erfahrung damit. Werden wir sehen, wie es dann sein wird am Sonntag, aber ist jetzt auch keine große Sache. Ich glaube, relativ intelligent wäre es, sich relativ zügig an den Tagesablauf in Deutschland wieder daran zu gewöhnen. Und wenn wir irgendwann Sonntagmittag landen, glaube ich, wäre es weniger sinnvoll, sich um 15 Uhr ins Bett zu legen, sondern einfach den Tag dann so zu gestalten, dass du dann um 21 Uhr, 22 Uhr hundemüde ins Bett fällst und dann kannst du deine 8 Stunden schlafen und am Montag frei und dann geht's weiter. Also anschließend noch zur Planung. Morgen habt ihr ja noch eine Einheit. Ja. Geht ihr denn nochmal richtig auf den Platz oder was ist der Plan? Ja, also auf jeden Fall wird's schon nochmal eine knackige Einheit, die wir vorhaben. Morgen Vormittag müssen natürlich jetzt auch das Wetter berücksichtigen, wie es dann morgen sein wird, weil es heute extrem windig war. Abschließend jetzt, was wir genau machen, ob es dann ob der Ball dabei ist oder ohne Ball, müssen wir dann mal schauen, wie dann morgen die Bedingungen sind. Stimmung war natürlich auch ein Thema hier im Trainingslager. Eindruck zum Beispiel von Jean Probeuzis, mit dem wir in der Runde gesprochen haben, war gut bei anderen Spielern auch, dass die Stimmung passt. Wie schmal findest du es, dieser Grat zwischen dieser Lockerheit, Positivität, mit der man jetzt in die verlängerte Rückrunde geht und der Tabellensituation? Naja, ich glaube, das müssen wir schon differenziert betrachten. Gute Stimmung hat ja nicht gleichzeitig was damit zu tun mit Lockerheit, sondern gute Stimmung bedeutet einfach, dass du ein gutes Miteinander hast und dass du auch Spaß dabei hast, Spaß bei der Arbeit hast. Und dennoch ist es der Fokus dann auch entscheidend, wenn die Trainingszeit losgeht, wenn es im Gym schon losgeht, das Warm-up dort. Und da haben wir ein sehr gutes Feedback von den Athletiktrainern bekommen. Und deswegen ist das immer wieder der schmale Grat, in dem wir uns bewegen, dass wir natürlich Freude haben wollen, auch das vermitteln wollen, weil das gehört dazu, um Höchstleistung abzurufen, aber natürlich auch konzentriert und den Fokus zu haben auf das, was dann auch auf dem Platz passiert. Und das ist jetzt weniger, dass wir uns darüber Gedanken machen, oh Gott, was hat es jetzt mit der Tabellensituation zu tun, sondern wir sind uns bewusst, welche Tabellenregion wir uns befinden. So, das ist die Realität aktuell und so gehen wir ganz seriös damit um. Und da ist keiner zu tiefen entspannt, aber es gehört auch dazu, dass wir jetzt nicht ferngesteuert hier durch die Gegend laufen müssen und denken müssen, oh Gott, was passiert jetzt, sondern selbstbewusst auch auftreten, wichtig, mit dem Wissen, was wir auf dem Schläger haben, mit dem Wissen, was wir uns erarbeitet haben und so gehen wir jetzt in die Woche an und dann freuen wir uns auf den VfL Bochum. Ist schon ein Blick so auf den Gegner oder passiert das alles im Ja, das ist ja der Vorteil, wenn du länger Zeit hast, dann auch mit der Vorbereitung dann auch, ist ja logisch, dass du dann auch mal den einen oder anderen Blick schon darauf wirfst, was der Gegner macht. Heute hatten sie zwei Testspiele, heute Morgen das eine verloren, das andere 1-1 gespielt. Startaufstellung haben wir uns schon angeguckt und das eine oder andere Spiel auch aus dem letzten Jahr schon mitgenommen in Bilder dann auch, die wir für uns als Analyse schon auch ausgewertet haben. Also ist schon so, dass du mit einem Auge schon mal drauf schaust, logischerweise, aber jetzt nicht deine Vorbereitung komplett darauf auslegst, jetzt nur auf dieses eine Spiel. Freddy Bobic hat uns gesagt, dass für ihn auf Managerebene die lange WM-Pause günstig war, weil man die Gespräche schon im Vorfeld führen konnte, viele schon anleihen konnte, was man sonst eben in der kürzeren Zeit. Deswegen gab es zum Beispiel schon 6 Abgänge jetzt bei euch im Winter. Wie sehr hilft dir das als Trainer, wenn du am Telefon schon viel, gerade bei der Abgangsseite, schon viel geregelt ist und du weißt, du kannst mit dem Kader jetzt erstmal planen die nächsten Wochen? Ja, total. Ist sehr hilfreich, absolut. Ich finde, da hat der Club mit Freddy natürlich an der Spitze, mit seinen Leuten, mit in seiner Abteilung, mit Dirk Duffner als Kaderplaner, die Scouts, das, was ich schon eingangs gesagt habe, einen hervorragenden Job gemacht. Und da geht es nicht immer nur primär um die Zugänge, sondern einfach logischerweise auch aufgrund der finanziellen Situation, die wir haben, dann auch was die Abgänge betreffen. Und ich finde, dass wir da sehr offen, sehr transparent auch damit umgegangen sind, sehr klar auch damit umgegangen sind. Und das halte ich einfach für extrem wichtig als Club auch.
Und dann ist es hilfreich auch für uns als Trainerteam, frühzeitig zu wissen, wie die Kaderstruktur aussieht. Klar, kann immer mal wieder noch was passieren, das wissen wir alle. Und dennoch, mit der langen Vorbereitung, die wir dann auch hatten, ist es von Vorteil, dass du weitestgehend dann auch alle Jungs dabei hast, zusammen hattest, um so natürlich dann auch nochmal im Detail weiter die Inhalte zu verfeinern. Ist das so eine Kadergröße, wo du sagst, die passt gut, also die ist ideal, also ich glaube, als im Sommer? Was ja, unabhängig davon, was eine Kaderanzahl betrifft, ob es plus minus ein Spieler dann ist, aber ich halte es extrem wichtig in einem Kader, dass jeder seine Rolle hat und aus dieser Rolle heraus auch Schritte nach vorne machen kann und es natürlich auch seinen Wert dann auch verbessern kann innerhalb des Mannschaftsgefüges. Und das halte ich für enorm wichtig. Und dass jeder dann auch diese Wichtigkeit spürt, diese Wertschätzung spürt dann auch und immer wieder die Chance hat, dann auch am Wochenende sich zu qualifizieren. Auf der einen Seite für den Kader und auf der anderen Seite natürlich dann auch für die Startaufstellung. Und in der Trainingsarbeit, klar, ist es dann auch schon von Vorteil dann auch, wenn du eine kleinere Gruppe hast und den Fokus dann auch auf diese Jungs dann auch richten kannst. Eine Frage zu einem Talent, Julian Eichberger, ist mal zu den Profis als Rechtsverteidiger gestoßen, hat inzwischen aber, glaube ich, mehr und mehr auch auf der Linksverteidigerposition irgendwie sein Zuhause gefunden. Wie schwer ist das für einen Außenverteidiger, diese Umstellung, und wie macht er sich jetzt im Speziellen? Ja, bei Aichi war es jetzt erstmal, also wir sehen ihn dennoch als Rechtsverteidiger, wobei wir auch sagen, eine Position weiter vorne, die er dann auch begleiten kann im offensiven Bereich. Ich finde jetzt, klar, als Linksverteidiger, Zweikampfführung, linker Fuß, rechter Fuß ist nochmal eine Umstellung. Je nachdem, wie du die Flanke blockst beispielsweise, das ist dann schon nochmal was anderes, wenn du dann den Ausfallschritt mit dem rechten Fuß machst als Rechtsverteidiger, anstatt auf der anderen Seite eventuell im linken Fuß. Also das sind schon kleinere Anpassungen, die du dort vornehmen musst. Und dennoch hat er es gut adaptiert, die Linksverteidigerposition jetzt in den Trainingseinheiten, in den Spielen. Muss aber auch fairerweise natürlich auch dazu sagen, die Situation war auch so, dass wir dann Ulle war verletzt, er hat jetzt heute mal 70-80% der Trainingseinheit absolviert und Platte aus bekannten Gründen dann auch zu Hause geblieben ist, und deswegen war das dann diese Option mit Aichi. Aber trotzdem wichtig für einen jungen Spieler, Wettkampfpraxis, auch Testspielpraxis dann auch auf dieser Position dann zu sammeln, und das hat er gut gemacht. Ja, klar. Wissen wir, warum er nicht da ist, und sind wir im täglichen Austausch. Situation war jetzt leider so, dass er auch krank war und jetzt nicht das komplette Programm absolvieren konnte dort, was die Mannschaftstrainingseinheiten angeht, aber individuelle Belastung dann auch teilweise gehabt. Also hatte jetzt nicht ganz so viele Mannschaftstrainingseinheiten, wie wir es vorher geplant hatten, aufgrund seiner Krankheit jetzt. Seines Infektes, und jetzt ist aber so, dass er morgen weiter im Mannschaftsbetrieb ist. U23 hat ein Spiel noch am Sonntag, werden wir dann schauen, nochmal morgen abschließend bewerten, ob er dann dort zum Einsatz kommt, nochmal für eine Halbzeit. Hast du schon mal unter der Woche schon mal angesprochen, Stefan Jovetic, der mittrainieren konnte, heute hieß es Belastungssteuerung. Heute? Ja. Da ist nichts. Nee. Bei Prinz auch. Hat er sich da so ein bisschen bei der ME4231, ist er jetzt vielleicht ein System, ein bisschen in die Pole Position gespielt als Zehner, also auf der Zehnerposition? Ja, zumindest ist das die Position, die er begleiten kann auch, und dass er das auch sehr gut gemacht hat. Klar, auch dort in der Konkurrenzsituation mit anderen, die diese Position spielen können. Auf der 10er-Position, wenn es dann am Ende 4-2-3-1 ist, dann nächste Woche. Dennoch müssen wir auch dort immer wieder wissen, dass er im Prinzip jetzt auch Anfang des Jahres erst eingestiegen ist. Jetzt glaube ich, bei dem Bremen-Spiel, als die Verletzung da war, eigentlich seitdem nicht mehr im Rhythmus drin war. Und auch in der Vorbereitungszeit vor Weihnachten auch nicht drin war im Trainingsrhythmus, sondern nur individuell belastet wurde. Aber die 3 Wochen, du siehst einfach dann, dass, wenn er ins Rollen kommt, dass dann schon eine Qualität da ist. Und wie weit es reicht jetzt für nächste Woche, werden wir sehen, wenn es 4-2-3-1 ist. Als
zentrale Mittelfeld, also wenn man jetzt mal entweder ein Sechser, drei Achter oder jetzt zwei Sechser und Zehner, das scheint mir so im Moment vielleicht so, dass die umkämpfte Zone zu sein, was so die interne Konkurrenz angeht. Als Trainer einerseits schön, andererseits schwierig, oder wie ist das? Na, sehr gut. Ich bin auch jetzt kein Freund davon, von wie heißt das moderne Wort, Luxusproblem oder irgendetwas, da bin ich kein Freund davon, von diesem Wort, sondern es ist einfach die Situation und du wünschst dir ja immer wieder, dass alle erstmal gesund sind und wenn sie gesund sind, dann auch dementsprechend fit sind und dass du die Auswahl haben möchtest. So, und das ist an diesem Wochenende, können es mal die 10 Feldspieler sein plus Torwart, und nächstes, dann haben wir 3 Tage später wieder ein Spiel, englische Woche, deswegen, das ist dann auch immer mal wieder im Hinterkopf, aber dennoch, der Fokus jetzt erstmal erstes Spiel. Und da freuen wir uns, dass wir jetzt hoffentlich morgen mit der Trainingseinheit, leider ohne Chidi, aber hoffentlich alle anderen gesund wieder zurückbringen. Und wir brauchen aber die Konkurrenzsituation, ganz klar. Und das haben wir im zentralen Mittelfeldbereich, bin ich bei dir, dass wir dort eine sehr gute Konkurrenzsituation haben. Ist so aus deiner Sicht aktuell noch so ein sehr offenes Rennen oder hast du schon so... Also ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ist noch alles offen, glaube ich, dann hätten wir uns wenig Gedanken darüber gemacht, wie die letzten Wochen so sind. Klar, hast du schon ein Auge, wie das auszusehen hat nächste Woche. Aber es ist noch eine Trainingswoche und das gilt es dann dennoch, auch das zu bestätigen nächsten Samstag, dass ich dort auf dem Platz stehen möchte. Aber sagen wir mal, eine grobe Richtung hat man logischerweise im Trainerteam, haben wir das schon klar. Oh ja, ja. Ich finde hochspannend. Jetzt erstmal geile Atmosphäre logischerweise in der Halle, aber auch wenn du so ein 5 gegen 5 siehst mit Torwart und projizierst es dann auf unsere Sportart, finde ich, kannst du, selbst wenn es in Schlittschuhen ist, kannst du dennoch immer wieder was rausziehen, also Überzahlsituation, 3 gegen 2, 4 gegen 3 zu kreieren, auch dort, das hört sich echt bescheuert an, aber wenn die den Schläger haben und den Puck sofort, wenn sie in den Zweikampf reinfeuern und sofort nach vorne spielen den Puck, dann merkt man, dass es auch richtig schnell aussieht und richtig gut aussieht. Und das ist ja der Anspruch dann auch logischerweise auf einer Wiese im 11 gegen 11. Aber dort dennoch kannst du einzelne Details, was die Verhaltensweisen angehen, in so Überzahlsituationen, Raumverteidigung 2-2, 3-1, 3-2, kannst du schon mitnehmen auf kleinere Spielfelder, wie bei uns es ist, wenn du 4 gegen 4 spielst, 5 gegen 5, wo das dann nicht kreuz und quer zu laufen hat, sondern auch aus den Positionen. Deswegen finde ich es immer extrem spannend und guck mir gerne Eishockeyspiele an, habe ich auch in meiner vergangenen Station absolviert, weil es extrem spannend ist. Dieser Sport Eishockey finde ich total faszinierend. Die Aggressivität, ja, total. Also es ist einfach so, also sich zu prügeln und dennoch dann 2 Minuten später dann dennoch dort wieder in den nächsten Zweikampf zu gehen und wieder reinzufeuern, alles, das hat schon was. Also wir sollten uns jetzt nicht prügeln auf dem Feld, das wär nicht so sinnvoll. Aber die Härte und Widerstandsfähigkeit dort an den Tag zu legen, das kann man schon was mitnehmen. Bist du denn jemand, der so generell als Trainer auch gerne mal andere Sportarten sich anguckt, auch mit dem Blick, was man vielleicht natürlich nicht 1:1 überprüfen kann, aber was man noch erkennen kann? Auf jeden Fall, klar, auf jeden Fall. Also ich finde, aus jeder Ballsportart kannst du extrem was mitnehmen bei uns, auch für den Fußball. Handball, Angriffszüge, finde ich, ist auch ein spannendes Thema. Ist natürlich auch nochmal was anderes. Klar, aufgrund meines besten Freundes, vom Pascal Hens, weiß ich das, dass sie die ganzen Spielzüge auswendig gelernt haben, so ein Angriffsbuch dann auch haben. Aber kannst du definitiv was mitnehmen. Angriffszüge beim Handball, Eishockey, das, was ich gerade schon gesagt habe, Raumverteidigung, das ist schon extrem spannend. Football dann auch, Defense Line, Offensive Line, also habe ich in den Tagen viel von Freddy gelernt, weil er absolut der NFL-Fan ist und der mir das erklärt hat dann auch noch, aber finde ich extrem spannend, ja.